Guten Abend, ich sorge mal für die Einstimmung. Das Lied, das ich das letzte Mal gespielt habe, kam mir ganz gut an, deshalb jetzt nochmal. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Als kleiner Junge las ich oft Entdeckergeschichten. Erobern und erschließen hieß es da seines Mannes höchste Pflichten. Die Erde sei zwar schon erforscht und bekannt, doch es gäbe neues Land da draußen in der Ferne des Alls. So was hören Buben gerne, jedenfalls Astronaut zu werden, das wär's gewesen. Mit Lichtgeschwindigkeit zu neuen Welten pesen, Planeten betreten, erforschen, erschließen und die bösen grünen Männchen einfach niederschießen. Was haben wir jetzt? Eine Erdung und Station, das war's. Ab und zu robbt ein Roboter über Mars. Wir haben uns von der Erde nicht sehr weit entfernt und nichts daraus gelernt, oder doch? Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aller Wahrscheinlichkeit nach, im gewöhnlichen Kleinstadtbürgerbüro, in der Vorstandsetage, nicht nur auf dem Herrenklo, in der Kneipe an der Ecke, im Supermarkt, vom Domedokal, wo der Porsche parkt, in der Schrebergartensiedlung, im Bundesamt, für wer weiß was, ist doch vermutlich bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aller Wahrscheinlichkeit nach, im Weltinnenraum des Kapitals, im Bauch des schlauen, müden Philosophen Barts, in der kleinen Boutique am Prenzlauer Berg, in der Kantine vom Volkswagenwerk, im Stadion, wo die Lieblingsmannschaft ab und zu mal siegt, hat man es doch wohl mitgekriegt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aller Wahrscheinlichkeit nach. All ihr Frühaufsteher, Pendler im Morgengrauen, ihr volksverwöhnten, schön geschminkten Frauen, ihr Designer, ihr Denker, ihr neuen Dienstleister, ihr Doktoren, Azubis, Gesellen und Meister, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Es lebt sich schlecht auf einem verstrahlten Stern. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Hallo erstmal zur wiederholten Mahnwache wieder. Eigentlich habe ich die Kärtchen dabei, aber irgendwie habe ich keine Lust mehr da abzulesen. Das kommt so unpersönlich rüber. Deswegen begrüße ich euch jetzt einfach so. Wir sind der harte Kern, der jetzt noch übrig geblieben ist. Ich hoffe, es kommen doch ab und an mal wieder noch weitere dazu. Ich bin sehr zuversichtlich. Sicherlich haben alle ihre Gründe, warum sie jetzt heute nicht
Comic-Con, aber wirklich, wirklich schön, dass ihr da seid. Das freut mich wirklich sehr. Die Debatte über die Sicherheit und die Restlaufzeiten von Atomkraftwerken muss sehr viel stärker europäisch geführt werden. Ich begrüße die Entscheidung der Bundesregierung und der Länder, die 7 ältesten Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen und zunächst einer grundlegenden Sicherheitsanalyse zu unterziehen. Ich glaube aber, dass wir die Debatte um die Sicherheit von Kernkraftwerken viel mehr als bisher europäisch führen müssen. Nach meiner Einschätzung geht die größte Gefahr eines nuklearen Unfalls für die deutsche Bevölkerung nicht von den deutschen Kernkraftwerken, sondern von dem Kernkraftwerk Fessenheim in Frankreich aus. Der Reaktor Fessenheim ist nur 30 Kilometer von Freiburg entfernt und liegt direkt an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. 40 Kilometer von Fessenheim entfernt in Basel hat es das stärkste Erdbeben gegeben, das Mitteleuropa jemals betroffen hat. Es ist sehr umstritten, ob der Reaktor einem starken Erdbeben standhält. Das Kernkraftwerk ist genauso alt wie die Kernkraftwerke, die jetzt in Deutschland zumindest vorübergehend im Netz liegen. Seit dem Atombombenabwurf in Hiroshima und Nagasaki haben die Verantwortlichen die Atomkraft liebgewonnen und meinen, damit spielen zu können oder auch zu müssen. Nun kommen da plötzlich irgendwelche Verrückte dahergelaufen und meinen, denen das Spielzeug aus der Hand nehmen zu müssen. Das geht doch nicht, oder so, weinen die Politiker und Verantwortlichen. Wir Atomkraftgegner sagen jetzt erst recht, doch, das geht. Oder sind Sie da anderer Meinung? Denn wir halten das Leiden anderer Menschen nicht mehr aus. Wir können den Geschicken der Menschlichkeit nicht mehr ausweichen. Es verfolgt uns jeden Tag. Selbst wenn wir es nicht direkt spüren, so können wir durch Bilder und Berichterstattungen sehr wohl wahrnehmen, was uns berührt, was uns wehtut, und dagegen müssen wir was tun. Außerdem können wir uns sehr gut in die Gedanken anderer versetzen, was uns blühen könnte, wenn wir nicht sofort und jetzt die Atommeiler ausschalten. Wenn wir es jetzt nicht machen, wer dann? Und wann? Ja, und die japanischen Verantwortlichen haben es immer noch nicht begriffen oder wollen es vielleicht nicht wahrnehmen. Anstatt die Rückkehr des Atomzeitalters einzuleiten, planen und spielen sie einfach lustig weiter an ihren Atommeilern, als wäre es ihr liebstes Spielzeug, von dem sie nicht loslassen können. Oder ist der Ausstieg aus der Atomenergie doch nicht mehr möglich? Ist die Zeit für eine Umkehr zur erneuerbaren Energie zu kurz? Warum noch 10 Jahre warten? Dass uns die Meiler um die Ohren knallen? Wir AKWler sagen, jetzt ist Schluss damit. Ihr hattet lange genug Zeit zum Umdenken. Ihr Lobbyisten wolltet es nicht. Die vertragliche Situation im Bereich der Kernenergie ist kompliziert. Wir werden eine erhebliche politische Anstrengung benötigen, um Entscheidungen auf europäischer Ebene zu treffen. Dies ist aber meiner Ansicht nach unverzichtbar, denn die Sicherheit ist unteilbar. Daher begrüße ich die Initiative von Kommissar Oettinger als einen ersten wichtigen Schritt. Vor allem muss Europa aber jetzt noch energischer als bisher auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setzen. Das Europäische Parlament fordert, das 20% Energieeffizienzziel verbindlich zu machen und auf die Mitgliedstaaten herunterzubrechen. Die Europäische Kommission und der Rat haben sich bisher dagegen gesperrt. Es ist Zeit zum Umdenken. Ja, und deshalb wollte ich euch auch noch mal sagen, dass am 28.05. die Großdemo stattfindet, unter anderem auch in Freiburg, und da wird auch gegen Fessenheim und für den Atomausstieg in Deutschland demonstriert, und es wäre toll, wenn ihr euch da uns anschließen würdet, da mitzugehen. Sobald wir nähere Infos haben, werden wir die euch mitteilen, und dann werden wir wieder kleine Flyer tun, sodass ihr dann die Daten auch bei euch habt. Und jetzt bin ich dem Raphael.
Wie jeder weiß, müssen wir die AKWs abschalten. Aber wir müssen auf andere Art und Weise Energie gewinnen. Das ist nur möglich, wenn wir diese auch anderen produzieren. Es wird immer dringender, dass wir etwas tun, um den Umstieg zu ermöglichen. Das ist nicht unmachbar. Jeder kann dazu beitragen. Um nicht nur von der Atomkraft, sondern auch von den fossilen Energien wegzukommen, müssen wir auf erneuerbare Energien umsteigen. Und vor allem aus Sonne, Wind und Wasser, die es immer geben wird, Energie gewinnen. Diese Energie kann in Form von Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen effizient umgesetzt werden. Die Sonne wird voraussichtlich noch in 5 bis 6 Milliarden Jahren scheinen. Somit ist es sinnvoll, in Solaranlagen zu investieren. Diese gibt es in Form von Photovoltaikanlagen, die Sonnenstrahlen in Strom umwandeln. Und in Form von Solarthermieanlagen, die mithilfe der Sonnenwärme Wasser erwärmen und somit eine Ölheizung ersetzen. Man muss nicht jahrelang sparen, um was für die Natur zu tun. Dank des Erneuerbaren Energiengesetzes, kurz EEG, bekommt man dafür sogar etwas in Form einer Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen und einen BAFA-Zuschuss für Solarthermieanlagen. Eine Photovoltaikanlage bezahlt sich dadurch vom Netz selbst ab und ersetzt nicht nur die Atomkraft, sondern macht es zusätzlich zu einem lukrativen Geschäft. Die BAFA fördert nicht nur verschiedene Konjunkturprogramme, sondern auch andere umweltfreundliche Dinge, wie zum Beispiel Pelletheizung, Häuserdämmung, Geothermie und so weiter. Solange es die Sonne gibt, wird es auch Wind geben. Denn wenn Luft an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark erwärmt oder abgekühlt wird, entsteht Wind. Eine Windkraftanlage funktioniert wie ein Dynamo, umgekehrt. Die Drehbewegung der Motoren wird in elektrischen Strom umgewandelt und ins Netz eingespeist. Das Wasser auf dem Meer ist immer in Bewegung. Diese Bewegung können wir mit sogenannten Wasserkraftwerken nach dem gleichen Prinzip umsetzen. Sie werden hauptsächlich für Großinvestoren gebaut, aber auch Kleininvestoren können sich zusammenschließen, um an der Finanzierung teilzuhaben. Dies sind nur ein paar Beispiele für alternative Energien. Es ist nun unsere Aufgabe, mit den gegebenen Möglichkeiten Initiativen zu ergreifen, um etwas zu bewegen. Früher konnten sich nur wohlhabende Leute diese Technologie leisten, aber inzwischen sind die Kosten so gesunken, dass es für jeden möglich ist. Immer mehr jüngere Leute investieren in Photovoltaik. Das ist ein guter Anfang und wir müssen es fortsetzen, denn die Zukunft liegt bei uns. Wir müssen uns von den herkömmlichen Wegen distanzieren und auf neue Möglichkeiten setzen, um etwas zu verändern. Es muss allen klar werden, wie wichtig dieser Umstieg ist. Das Ziel ist erreicht, wenn die Atomlobby aus unserer Politik verschwunden ist. Und genau das ist unsere Aufgabe. Denn wenn die Macht der großen Energiekonzerne dezentralisiert ist und die Energie der Bevölkerung zur Verfügung steht, können wir komplett ohne Atomkraft auskommen. Und wenn das geschafft ist, kann Deutschland Vorbild für Europa und alle anderen Kontinente dienen. Ganz besonders hat mir die Vorbildfunktion gefallen. Es wäre mal an einer Zeit für Deutschland vorbildlich voranzuschreiten. Im Anschluss an die Veranstaltung findet auch wieder ein Treffen statt im Ratskeller. Wäre schön, wenn ihr da noch mitgeht. Ja, da besprechen wir dann auch das weitere Vorangehen dann für nächste Woche. Und hier unten liegen auch wieder Flyer aus und Unterschriftenliste, die dürft ihr auch gerne wieder mitnehmen, ganz fleißig verteilen und schön Stimmen sammeln. Und dann einfach wieder mit hierher bringen. Also dann danke für euer Kommen. Danke an Respekt für die tolle Musik. Danke an Raphael für seinen interessanten und schönen Vortrag. Und an den Sigo für seine Worte. Sonne ist wirklich von der Veranstaltung hier inspiriert. Meine Abendmusik für Tagträume, die nicht nur glauben, was sie jetzt schon sehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Morgengrauen, das mich ahnen lässt.
verstehen, worauf wir hoffen können, wie wir lieben lernen, wie wir uns dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Dies ist meine Traummusik für Realisten. Die nüchtern rechnend ihre Grenzen sehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Mittagslärm, dass sich die falschen Räder ständig sinnlos drehen. Wenn wir das Falsche hoffen, wenn wir nicht lieben lernen, wenn wir uns nicht dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Bergneckar-Westheim stehen sie, all das war lange geplant und nun die Ereignisse in Japan. Viele fühlen sich in ihren Ängsten bestätigt. Dies ist meine Abendmusik für Tagträumer, die nicht nur glauben, was sie längst schon sehen. Dies ist meine Traummusik für Realisten, die sich trauen, den ersten kleinen Schritt zu gehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Morgengrauen, das mir sagt, dass wir vielleicht einmal verstehen, worauf wir hoffen können, wie wir lieben lernen, wie wir uns dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Dies ist meine Abendmusik für Tagträume. Die spezifische Situation so ist, dass Kernschmelze dort besteht, kein Brand, kein Vulkan, der Radioaktivität in hohe atmosphärische Höhen hinausschleudert. Meine Damen und Herren, es lebt sich schlecht auf einem verstrahlten Stern. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Den Menschen in Japan muss geholfen werden, fordern die Grünen. Aber in Deutschland müsse man die Atomkraft neu diskutieren. Wenn sich hier Tschernobyl wiederholt, dann kann Politik in ihrer ganzen Breite gar nicht anders, dann kann die Gesellschaft gar nicht anders, als zu sagen, man muss am Ende die Konsequenzen aus Tschernobyl und aus Fukushima ziehen. Vor dem Kanzleramt versammeln sich derzeit einige Atomkraftgegner. Heute Abend will Angela Merkel mit dem Außen- und dem Umweltminister über die Konsequenzen aus dem Unfall beraten. Musik für Tagträumer, die nicht nur glauben, was sie jetzt schon sehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Morgengrauen, das mich ahnen lässt, dass wir es irgendwann verstehen, worauf wir hoffen können, wie wir lieben lernen, wie wir uns dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Dies ist meine Traummusik für Realisten, die nüchtern rechnend ihre Grenzen sehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Mittagslärm, dass sich die
falsche Räder ständig sinnlos drehen. Wenn wir das Falsche hoffen, wenn wir nicht lieben lernen, wenn wir uns nicht im Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen.